Let's Multiplay zurück im Wald. Frevel ist dabei. Moin, moin. So, und wir machen jetzt hier wieder ordentlich Remi-Demi. Na, Krawall und Remi-Demi. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen von eben. Mehr ein bisschen schon. War eben gerade schon wieder. Frevel hat schon wieder die Hälfte hier einfach fallen lassen. Und liegen lassen. So. Das war er. Das hat er extra rausgeschnitten. Ja. Deswegen schneide ich die Videos. Kann ich die Schuld immer schön auf andere schieben. Ja. So. Und bei uns ist eigentlich immer noch das Motto, warten auf den Patch. Genau. Der irgendwann eines Tages in noch nicht allzu langer Zukunft hoffentlich mal erscheinen wird. Oh, wobei, ich hab jetzt auch gerade letztens den neuen Star Wars Trailer gesehen. Also diesen Teaser, ich weiß nicht, eigentlich ist es ja nur ein Teaser, es war ja nicht mal ein Trailer. Weiß nicht, bist du Star Wars Fan, Frevel? Nö. Niemals eine Folge geguckt. Star Wars gibt es auch nur Filme, es gibt ja, wobei es gibt diesen... Oh ja, oder Film, dann nie so einen Film geguckt. Gibt's doch nicht, da hast du eigentlich was verpasst. Naja. Na, mir gefällt das Science-Fiction-Zeug nicht so. Nee? Ja. Ach, auch da ist was verpasst. Ich bin großer Science-Fiction-Fan. Also, okay. Das heißt groß, also so groß jetzt auch, ich bin 1,90, aber... Nee, ich gucke gerne mal so, auch Star Trek oder so. Also ich bin eigentlich mehr Star Trek als Star Wars. Ja, Star Trek, das hat mein Bruder immer gern geguckt, das... Gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ja das Schiff irgendwie im Weltall, oder? Ja, das ist dieses Schiff. Was ist das? Das ist die Enterprise, ja. Ja, genau. Ja. Oder nee, auch, das gefällt mir überhaupt nicht so. Dann gibt es aber noch... So irgendwie so, Wie? Was gibt's da noch? Was war das? Nee, mein Bruder hat die immer geguckt und wo ich dann früher neben ihm gesessen bin. Mann, ist das langweilig. Also eigentlich, ich finde teilweise ist echt ganz spannend. Also es gibt ja, da gibt es ja verschiedene Filme von, da gibt es ja noch dann die Voyager, das ist noch so eine Serie, dann gibt es noch Deep Space Nine und ach, riesengroß. Aber eigentlich heißt es immer, wer Trekkie ist, also wer Star Trek sind ja Trekkies und Star Wars, ich weiß nicht, ob die irgendwie, was die für einen Namen haben oder für eine Bezeichnung haben. Hä, wo ist denn der Baumstamm jetzt hin? Hallo? Der Baumstamm ist weg. Hilfe, der Hexer hat den Baumstamm aufgesogen und der ist nicht mehr da. Er wurde aber auch nicht gehäckselt. Das wundert mich gerade ein bisschen. Komisch, mysteriös. Der Baumstamm ist im Häcksler verschwunden. Oder er wurde nicht... Fall für Galileo Mystery. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Ne? Warum hat Ayman Abdallah keine Hose an? Man weiß Fragen über Fragen. Ey. Na. Ja, mittlerweile kann ich den Kran auch so gut bedienen, dass ich ganz normal sprechen kann. Das ist schon mittlerweile hier Routine geworden mit dem Kran hier. Also mit dem Greifer. Wahrscheinlich werde ich demnächst auch sämtliche Rekorde an diesen komischen Automaten brechen. Kennst du diese... Ah, ja. Diese eine... Die Zeit mal wenigstens ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Wo du 5 Euro reinschmeißt und dann... gar nichts gewinnst. Und gar nichts gewinnst. Habt ihr schon mal gewonnen? Schreibt das in die Kommentare. Richtig, genau. Wer jemals schon mal bei so einem greifarmen Ding gewonnen hat, ey, schreibt es in die Kommentare rein. Ich will euren Trick wissen, ey. Ihr kriegt dafür auch so einen Sticker. Und ohne Scheibe einschlagen. Ja, genau, ohne Scheibe einschlagen, richtig. Das wäre zu einfach. So, jetzt hat er den Baum schon mal auch gezogen wieder, sehr schön. Jetzt guck ich mal, ob die anderen da hinten dahin drehen ich wollte. Der Kleine, weißt du noch? In der letzten Folge gab es noch unseren kleinen Ausreißer, der unbedingt noch wachsen wollte, der nicht gehäckselt werden wollte. Guck mal, ob wir den jetzt kriegen hier. Das böse Ding. Das wird ja extra kalt gemacht. Ja, jetzt bin ich wütend. Ja? Siegesgeschreie. Es gibt ja auch keine Menschen hier auf dieser Map, ne? Wir sind die einzigen Menschen hier. Eigentlich ist es hier wahrscheinlich Postapokalypse oder so. Es gibt keine Menschen mehr, es gibt nur noch uns. Oder hast du schon mal jemals hier jemand anders gesehen hier? Ja. Im Multiplayer. Siehst du? Es gibt keine Menschen mehr. Die Menschheit wurde ausgelöscht. Von den Maschinen. Komisch. Ja. So. Und? 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 Hallo? Der will immer noch nicht. Der will immer noch leben. Ja! Hast du es geschafft? Stirb! Ja, er ist weg. Hast ihn kalt gemacht. Ja. Und an ohne mir. Zeugen. Und ohne Zeugen, ja. Es gibt keine Zeugen mehr. So, warte mal. Jetzt muss ich die Baumstumpffräse nochmal hier in der Aktion nochmal zeigen. So. B. Nee, X. X. War es X? B. B, ne? Ja, Stumpenfräse anschalten. So. Ah, jetzt. Senken wir wieder. Wir können dann schon wieder häckseln nachher. Echt? Achso, also nachher noch mit dem Scorpion noch wieder anfangen. Ah ja, stimmt, ja. Du meinst Sägen, meinst du? Oh, ups. Ja, und häckseln. Also hab hier nochmal eine Fuhre.
Was? Du willst mit dem Scorpion häckseln? Ey, ich hab hier noch eine Fuhre mit dem Ponzo. Ah. Du hast gerade Scorpion gesagt. Ja, mit dem Scorpion nachher wieder anfangen, Bäume zu fällen. Ja, so das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich habe auch schon wieder Lust auf einen Scorpion. Ich fahre ja gerne mit dem Scorpion rum. So, die Stubbenfräse ist auf jeden Fall. Die können wir schon mal ausschalten wieder. So, wo haben wir denn noch was hier? Sonst haben wir keine Baumschimpfe mehr, die ich jetzt irgendwo hier sehe. Doch, da sind noch ein paar. Da alles am Hang ist noch voll. Ja. Ist auch gerade noch gemerkt. So. Muss nur richtig ranfahren hier. So. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Na komm, 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 da ist er. Kleiner böser Baumstumpf. Alles wegradiert hier. Gut. Das klingt ein bisschen wie beim Zahnarzt, diese Stubbenfräse. Jetzt haben wir auch gleich ein paar Zuschauer weniger. Ja. Die mit Zahnarztangst. Ja. Das tut mir leid. Es klingt wie beim Fleischer. Jetzt haben wir ein paar Vegetarier weniger. Genau. So. Sollen wir hier nochmal die Stubbenfräse nochmal im Einsatz hier? Zack. Ah, na komm. Da. Da ist der wunde Punkt vom Baumstumpf. Hab ihn gefunden. Hier auch nochmal ein bisschen. Zack. So. Das ist eh was. Die Baumfräse ist auch verbuggt. Die Baumfräse ist verbuggt? Echt? Oder schneidet der bei dir, wenn du am Sägen bist, immer die Baumstämme ab? Bei mir kannst du teilweise 5 Minuten dastehen und es passiert genau nichts. Also dann macht die gleiche Animation mit den Splittern, wie er am Fräsen ist. Bei mir jetzt ist es eben gerade die ganze Zeit gut geklappt. Manchmal musst du halt ein bisschen nach unten drücken, weil halt nicht immer alles sofort nimmt, aber... Also ja, sie ist noch leicht verbuggt. Aber in der Regel funktioniert es eigentlich ganz gut. So. Naja, aber jetzt den hier will er zum Beispiel nicht mehr. Doch, jetzt. Mal gucken, ob er den jetzt fertig macht. Doch, hat er komplett weggemacht hier. So, den macht er auch, oder? Den hat er doch gerade hier. Ein Stück zu weit. So, den hier nochmal. Na, den will er jetzt hier nicht. Naja. Also er will auch nicht, er will, du kannst nicht jeden irgendwie anscheinend. Ja eben, das ist das, was er meint. Also die auf dem, warte doch jetzt hier, warte mal, eben war doch hier was. Da hatte ich doch eben gerade den Trigger doch gehabt. Na? Jetzt habe ich ihn, oder? Doch nicht. Hier ist der Trigger doch irgendwo. Ich hatte doch gerade den Trigger. Ach, wir kommen schon wieder Nervenkollaps mit dem Häcksler hier. Echt? Muss ich wieder ran, ne? Muss es wieder, der Papa muss es wieder machen hier. So, jetzt ist der Baum schon auch weg. Siehst du, man muss nur ein bisschen Geduld haben. Ja. Sagt natürlich der Richtige, wo ich immer so viel Geduld habe. Ja. Ja. So. Also, ich bin der geduldigste Mensch auf dieser Welt. Ja. Ja, ja, genau, ey. Das ist richtig, ey. Denkst auch, laber mal weiter, ey. Genau. Oh, ups, da war doch eben gerade der Trigger hier. Na? Ah. Wir kommen ja bei Landwirtschaftssimulator, kommen wir ja gar nicht hoch. Wo kommt man nicht hoch? Muss man außen rumfahren. Mit dem Scorpion, ja. Ja, ist ja zu schwach. Richtig. So. Ah, jetzt der Baum schon immer noch da. Hä? So, jetzt muss ich erstmal irgendwo hinziehen, wo ich besser mit dem arbeiten kann hier. Alter, wo ist denn jetzt hier der Trigger, ey? Die Hälfte ist noch da, die andere Hälfte ist schon weg. Immerhin, die Hälfte habe ich geschafft. Bekommst du nur die Hälfte des Lohnes dafür? Na super, welcher Lohn, ey? Ich bekomme keinen Lohn. Ich arbeite für das Gemeinwohl. Immer. Wäre Gemeinde? Ja, welche Gemeinde, genau. Wir sind doch eh alleine hier. Richtig. Ich habe meine eigene Gemeinde. So. Jetzt gucken wir mal, warum er jetzt hier nicht will. Das Ganze doch mal von draußen nochmal zeigen hier. Naja, lassen wir den Stumpf da einfach liegen. Irgendwann wird er sich schon alles überlegen. Oder auch nicht. Mal den hochdrehen nochmal. Nee, der will einfach nicht mehr. Der will nicht mehr. Naja.
So, du bist ja schon im Buffalo, Buffalo sag ich schon, im Scorpion zugange. Moment. Genau. Geht uns ja die Arbeit aus. Das will ja keiner heutzutage mehr. Nee, nee. Dass er keine Arbeit mehr hat. Nee, stimmt. Wo würden wir da hinkommen? Ja. Zustände wären das ja. Achso, ich soll wieder in Hexer einsteigen. Was? Ist das so eine Aufforderung, so eine heimliche, so eine kleine? Nein. Sieht so aus. Auch einen Skorpion nehmen, kannst du auch. Kannst du auch mit häckseln. Ja, hast recht. Ich hole mir mal einen Skorpion, so. Vielleicht legt man die ganzen Bäume da neben den Häcksler. Ja. Das ist gut, da kommen wir schon irgendwie ran. So. Gibt's hier ein bisschen Skorpion-Action. Mein liebstes Hobby. So, müssen wir die Baumstammlänge nochmal einstellen. Achso. Den haben wir es natürlich auch mal anschalten. Du hast 5 Meter eingestellt jetzt, ne? Schnittlänge? Yep. Okay. Dann stelle ich die Schnittlänge auch mal bei mir auf 5 Meter hier. Immer diese Nachmacher hier auf dem Server. Ja. Nie eigene Ideen. guck am besten, dass du in der Nähe des Ponses da ablegst, dass wir den gerade... Auf dem in der Nähe von Buffalo meinst du, oder wie? Ja, wo da am Häcksler steht, sonst haben wir immer doppelte Arbeit. Weil er schneidet das auch gerade alles da auf den Haufen. Ja, das Problem ist... Das ist am besten, aber sonst kannst du es auch da hinten hinlegen. Ja, ich hänge jetzt schon wieder... Ich lag schon wieder gerade ein bisschen. Das ist das Problem. Was, das laggt? Nee, also der Baumstamm hängt hier in der Luft. So einfach so in der Gegend rum. Hm. Und, jetzt hat er es gemacht. Langsam ist auch heller hier im Wald. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus hier. Bei mir schweben die Baumstämme in der Luft jetzt. Okay. Das ist vielleicht ein verzauberter Wald oder verhexter Wald. Ich weiß nicht so ganz genau. Hilfe. Hallo Baumstämme. Werdet ihr vielleicht so freundlich, um runterzufallen, aber... Oh, jetzt drehen sie sich. Jetzt bauen sie eine Brücke, glaube ich. Was, bei mir liegen die alle auf dem Boden. Jetzt, ja, sie... jetzt sich noch... Einer schiebt noch ganz oben in der Luft. Na, komm, fall runter. Vielleicht solltest du aufhören, Drogen zu nehmen. Der nicht, aber der schiebt aber wirklich in der Luft hier, der eine. Der kommt noch nicht mehr runter. Siehst du ihn bei dir da oben auch? Den was? Da? Wo? Tja, ich stehe direkt runter. Nö. Ne? Ist da keiner bei dir? Überhaupt okay. Nix da. Merkwürdig. Aber gut. Also es leckt sich bei mir gerade ordentlich zurecht. Ich habe ein bisschen Angst, noch mehr Bäume zu schneiden, aber gut. Oh, jetzt steht hier vor mir einer. Ja, das war einer. Kleinen Moment noch. Ja, ja, kein Problem. Es geht einfach so schnell mit dem Scorpion, ey. Ja, im Singleplayer mag das gut sein. Nur je mehr Bäume du fällst, desto mehr leckt es bei mir gerade. Aber ist okay. Gucken wir einfach mal. Wir können gucken, also wir haben jetzt schon wieder für die nächsten 20 Folgen hier Baumstämme. Ja, das ist auch ganz gut so. So. Wir können ja eigentlich das Zeug auch mal zum Sägewerk fahren. Mit. Ich würde sagen, wollen wir hier hinten noch ein paar Bäume ablegen? Bei der Holzhütte? Können wir machen, ja. Ich war jetzt gerade schon hier. Ich schneide jetzt gerade noch mal ein paar hier. Hä? Was ist denn jetzt los wieder? Oh, jetzt hat sich der Baum schon wieder so komisch hingelegt. Hä? Ja, dann schneide ich ihn sonst mit der Ding. Mit der Kettensäge, ne? Ja. Yep. Ja, bei Holzhütte hätten wir natürlich auch welche hinlegen können, ja. Ja, die drehen sich bei mir auch schon wieder gerade so, wie nichts gut ist. Magic. 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 So. Wenigstens in Asten geht schnell. Geht alles so schnell mit dem. Ja, bei dir geht das schnell, ja. Nächstes Mal soll ich das Spiel vielleicht aufmachen. Dann siehst du, was du davon hast. Dann kannst du ja danach immer mal gucken, ob du danach immer noch sagst, oh, das geht so schnell mit dem Ponzi Scorpion King. Oh, komm, das ist nicht in seinem Ernst, ey. Da kommt jetzt nicht mal die kleine Steigung hier hinten hoch. Ne. Fehlt ihm ein bisschen am PS, ne? Aber es gibt immer so einen coolen Trick, mit dem Arm ein bisschen zu spielen. Weil er so verlagert er das Gewicht ein wenig. Ja. Was tust du jetzt gerade? Ich versuche zu sägen hier. Den einen Stamm hier, der liegt. Wo liegt hier bei dir kein Baumstamm? Ach, doch, jetzt. Ja, du standest bei mir gerade so rum. Ach so. Ja, aber ich kann ja auch gerade.
nicht so wirklich sehen irgendwie. Doch jetzt, warte mal. Ah. Gucken wir mal. Ja, in der nächsten Folge machen wir dann, wir sind weiter. Ein typisches Problem, muss wieder die Äste, man muss wieder, also man sägt ein Stück ab und dann sind die ganzen Äste wieder da. Aber ich sage, auf diesem Server, also in diesem Wald hier passieren magische Dinge. Ich frag mich, wann die erste Hexe auf ihrem Besen hier entlang geritten kommt. Oder wann die ersten Puppen von den Bäumen runterhängen oder so. Ich weiß nicht, ey. So ein bisschen wie hier, wie hieß denn der Film nochmal? The Blair Witch Project. Ne? Vielleicht sollten wir mal so in der Nacht hier. Lass mal in der Nacht. In der nächsten Folge machen wir mal nach ein bisschen in der Nacht. Mit dem Buffalo und dem Ponzo Scorpion King. Würde ich vorschlagen. Das an Halloween. Ja, stimmt. Nee, Halloween ist ja noch, das haben wir noch nicht. Aber wenn ihr die Folge zu Halloween guckt, Happy Halloween oder so. Nein, oder Happy Ostern. Happy Ostern, ja. Oder Happy Weihnachten. Nein, wenn euch die Folge gefallen hat, liked es. Ich esse hier nochmal ein paar Pilze jetzt hier. Nom, 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 nom. So, dann liked uns, oder liked dieses Video, abonniert uns gerne. Schreibt ein paar nette Kommentare, wenn ihr Sticker haben wollt. Wir überlegen, ob wir Sticker drucken. Kosten dann wahrscheinlich auch nichts. Und schreibt es einfach auch mal in die Kommentare rein, wenn ihr Bock auf Sticker habt. Sticker! Yeah! So, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.